Durch die Klimaerwärmung könnte die Schneedecke in den Alpen bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 70% abnehmen. Das hat zur Folge, dass weniger Wasser in der Schneedecke gespeichert werden kann. Eine wichtige Eigenschaft von Schnee ist sein Reflexionsvermögen, auch Albedo genannt. Eine abnehmende Schneebedeckung führt dazu, dass weniger Sonnenstrahlung reflektiert wird. Das wiederum erwärmt die Erde und führt dazu, dass die Schneedecke weiter abnimmt. Wälder beeinflussen das Reflexionsvermögen von Schnee und somit auch diesen Rückkopplungsprozess. Unser Ziel ist es, die Schneealbedo über bewaldeten Gebieten besser zu verstehen. Darum führen wir im Feld Messungen durch. Die Sensoren der Seilbahn messen die Strahlung, die von oben durch die Bäume auf die Schneeoberfläche trifft und die von dort reflektiert wird. Die Drohne ist ebenfalls mit Strahlungssensoren ausgerüstet. Sie erfasst die effektive Albedo oberhalb desselben Waldstücks. Die gemessenen Daten verwenden wir, um aktuelle Wald-Albedo-Berechnungen in Schnee- und Klimamodellen zu testen. Unsere Forschung soll dazu beitragen, die Wechselwirkung zwischen Schnee, Vegetation und Klima besser zu verstehen und damit langfristig genauere Klimaprognosen durchführen zu können. Ich heiße Johanna Malle und schreibe meine Doktorarbeit am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos.